Name ist Anja Winkler. Ich bin am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt. Mein Name ist Mike Gude. Ich bin Professor am Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik der TU Dresden. Also es ist uns ein sehr, sehr großes Anliegen, sehr viel auch für unsere jungen Mitarbeiter zu tun. Meine Mama hat immer Zeit. Aber manchmal muss der auch so Dienstreise. Man entscheidet sich ja für eine Familie, um auch mit der Familie Zeit zu verbringen. Und somit ist es schon wirklich vorteilhaft, wenn man seine Zeiten auch flexibel gestalten kann. Familienfreie Sachsen heißt für mich, dass der Freistaat Sachsen und nicht nur der Freistaat als solcher, sondern auch die Arbeitgeber etwas tun, dass sich die Mitarbeiter und die Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber hier wohlfühlen. Ich mag meine Arbeit sehr gern, weil ich hier alles kombinieren kann. Ich kann mich beruflich entfalten und ich kann aber auch jederzeit für meine Familie da sein. Dass man also auch schaut, wie ist das private Umfeld der Mitarbeiter und nicht nur seine Arbeitsleistung in den 8 Stunden am Tag sieht, sondern auch, was beschäftigt ihn drumherum, um auch auf die Belange der Mitarbeiter einzugehen. Wir haben hier ein Eltern-Kind-Zimmer, um das zu nutzen, wenn zum Beispiel die Kinderbetreuung mal aussetzt, also dass wir das Kind vielleicht auch mal mit auf Arbeit nehmen können. Die Kinder sind hier beschäftigt und nebenbei kann man immer noch ein bisschen was für Arbeit machen. Seit es die Väterzeit gibt, fragen also auch sehr viele junge Väter nach, dass sie also Elternteilzeit nehmen können. Und wir erfahren also auch da, dass die Väter danach auch motiviert zurückkommen. Und das ist auch eines der Geheimnisse unseres Erfolges. Familienfreundlichkeit bezieht sich bei uns nicht nur auf die Kleinsten, sondern auch auf die Älteren und Pflegebedürftigen. Das heißt, wenn jetzt ein Mitarbeiter Eltern hat, die pflegebedürftig sind oder anderen Angehörigen, dass er also auch dort über flexible Arbeitszeitgestaltung die Pflegedienste erbringen kann. Hallo, ich bin die Katrin Fischer, arbeite hier in Dresden bei einer Kommunikationsagentur. Meine Mutter ist seit 5 Jahren an Krebs erkrankt. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass ich zu meiner Mutti nach Hause fahre. Hilfen mit medizinischem Hintergrund, also dass ich für sie recherchiere, dass ich ihr gewisse Arztbefunde erkläre, dass wir gemeinsam in medizinische Zentren nach Heidelberg oder nach Berlin fahren. Ich schätze den Arbeitgeber an dieser Stelle und sein Engagement und sein Entgegenkommen wirklich sehr, sehr, weil ich weiß, dass es einfach aus unternehmerischer Sicht, aus betriebswirtschaftlicher Sicht ein wahrer Balanceakt ist. Dank Familienfreundlichkeit in Sachsen.